Hallo und herzlich willkommen auch wieder zur neuen Botschaft, Fortsetzung des Kolosserbriefes. Heute möchte ich gerne Kolosser 3 ab Vers 5 mit euch uns anschauen und daraus wirklich auch geistlichen Segen für uns ziehen. Kolosser 3 ab Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist, um deretwillen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt, unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Und nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Heute nur die paar Verse, nicht so viel aus der Bibel, weil sie sehr inhaltsreich sind und über einzelne Punkte wollen wir dann auch intensiver nachdenken. In der letzten Botschaft hatten wir gesehen, dass wir gestorben sind mit Christus, sogar mit ihm gekreuzigt, wie Römer uns das sagte, und mit ihm auch auferweckt worden sind. Und jetzt werden wir hier aufgefordert, etwas zu töten. Da fragt man sich doch natürlich, wenn wir doch gestorben sind, warum sollen wir da noch etwas töten? Siehe, die erste Bedeutung ist natürlich, dass wir geistlich gestorben sind und nicht leiblich und dass unser alter Mensch, also der Mensch vor der Bekehrung, gestorben ist. So sieht uns Gott. Daran haben wir uns erfreut, dass Gott uns jetzt so als Gestorbene sieht und auch dann Auferstandene, aber mit Christus gestorben sind. Das ist unsere Position vor Gott, unsere Stellung vor unserem Gott. Aber die Sünde ist ja immer noch in uns. Die Sünde ist ja nicht gestorben, auch daran möchte ich nochmals erinnern, sondern wir sind gestorben. Die Sünde ist also noch in uns, aber nicht mehr als das beherrschende Prinzip. Wir Christen müssen nicht mehr sündigen, obwohl wir leider noch oft sündigen. Aber der Zwang zum Sündigen ist nicht mehr da, der ist beseitigt. Und jetzt sagt uns deswegen auch die Bibel hier, dann lebe auch deiner Stellung gemäß, deiner Position gemäß. Zeig in deinem Leben, dass du der Stellung nach vor Gott gestorben bist. Leb das aus in deinem Leben. Ihr Lieben, diese Punkte, über die wir heute nachdenken wollen, sind für unser christliches Leben sehr wichtig. Wir kommen, wenn der Herr es schenkt, bei der nächsten Botschaft dazu, dass wir etwas anziehen sollen. Aber heute müssen wir etwas töten und ausziehen, damit Platz da ist, etwas Neues anzuziehen. Mit den Gliedern, die wir hier töten sollen, sind jetzt nicht unsere Arme und Beine und ähnliche Dinge gemeint. Da gibt es Bibelstellen wie zum Beispiel der Römerbrief, der uns das deutlich macht. Im Römerbrief Kapitel 6, Vers 13 sagt die Bibel, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Damit sind tatsächlich unsere Arme, Beine, unser Mund, unsere Ohren, also das, was uns was wir anhaben als unseren Gliedern, als was wir betätigen, gemeint. Aber das Wort Glied meint nicht immer das Gleiche. Ist eine Bibel immer so schwierig, weil oft die Begriffe identisch sind, aber eine ganz andere Bedeutung haben. Man muss sie immer im Kontext lesen. Und hier ist mit diesen Gliedern eben nicht Arm-Bein gemeint, sondern Auswüchse der alten Natur. Möchte ich gerne vergleichen mit einem Baum, den man umgehauen hat
Und er treibt irgendwie wieder neben so alte Schösslinge aus. Oder man sägt einen Ast ab und dann kommen so an so manchen Stellen dann doch wieder alte Dinge, alte Triebe zum Vorschein. Und jetzt sagt die Bibel, das musst du töten. Also das, was aus dem Alten sichtbar wird, das musst du töten. Und ihr merkt, töten ist ja ein radikaler Begriff. Wenn immer es notwendig ist, dann müssen wir das konsequent, und auch wenn es schmerzhaft ist, ausradieren aus unserem Leben. Es geht wirklich an die Wurzel. Radikal heißt ja an die Wurzel gehend. Und nicht so ein bisschen wegmachen, ein bisschen beschönigen, naja, kommt aus der alten Natur. Nein, wir wollen es tatsächlich töten. Und die Frage, die man sich zunächst stellt, wie schafft man das überhaupt? Wie kann man das, was hier vor uns kommt, töten? Und ich möchte da einfach Hilfestellungen geben, die habe ich auch mal gelesen oder zusammengestellt für mich selbst, die waren mir wichtig. Das erste ist, dass man in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus lebt. Um etwas töten zu können, muss ich in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben. Ich lese in der Bibel, beschäftige mich, wie die Bibel es vorher gesagt hat, mit dem, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Ich führe ein aktives Gebetsleben. Also ihr merkt, es geht um Gemeinschaft. Und wenn ich diese Gemeinschaft in meinem Leben auslebe, ja, dann brauche ich gar nicht mehr viel töten, dann kommt gar nichts mehr Altes hoch. Und wenn, dann wird das mir sofort deutlich und dann möchte ich das gerne ausmerzen aus meinem Leben. Also man könnte sagen, ich suche, was droben ist. Das Zweite, ich lebe bewusst in dem Gedanken, dass die Sünde noch in mir ist. Das lässt mich vorsichtig leben und wieder treibt mich das in das Gebetsleben. Dann lebe ich in Abhängigkeit von meinem himmlischen Vater, dann lebe ich in Abhängigkeit von dem Herrn Jesus Christus. Wie töte ich jetzt weiter, wenn das dann doch vorkommt? So Dinge, die wir jetzt gleich finden, wie kann ich sie dann ausmerzen? Indem ich bekenne. Ihr Lieben, das ist der goldene Weg auch heute. Buße tun, indem ich umkehre und bekenne meine Schuld, eben auch als Christ. Ihr Lieben, Buße ist nicht nur etwas für Ungläubige. Damit fängt das Leben als Christ an, dass ich Buße zu Gott tue und an den Herrn Jesus Christus glaube. Aber wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, wenn ich von Neuem geboren bin, dann muss ich auch jetzt als Christ immer wieder Buße tun über Verkehrtes. Das fällt uns manchmal schwer. Und das muss man dann auch schon mal vor Menschen tun. Das gehört zusammen. Ich kann nicht das meinem himmlischen Vater gegenüber bekennen, dem Herrn Jesus gegenüber bekennen, aber meinen Mitmenschen nicht, das geht nicht. Wenn ich es wirklich töten will, wie die Bibel es hier sagt, dann gehört ein Bekenntnis auch gegenüber Menschen dazu. Vielleicht muss ich auch Ursachen einmal in meinem Leben erkennen, muss mich mal hinsetzen und fragen, ja, wie kommt das, dass du immer in die gleiche Sünde fällst? Es kann sein, dass ich sogar Gewohnheiten ändern muss. Ein Beispiel dazu. Auf dem Weg zur Arbeit gehst du immer an der Litfaßsäule vorbei und da hängt schon wochenlang ein Plakat, das dir unreine Gedanken verursacht. Wenn möglich, dann möchte ich dir einfach die Empfehlung geben, dann geh doch ab Montag einen anderen Weg zur Arbeit und geh nicht immer genau da vorbei. Nur mal so ein ganz einfaches Beispiel, wo wir merken, wir müssen vielleicht Gewohnheiten im Leben ändern. Wir kommen gleich auf sexuelle Sünden und da ist das noch bedeutsamer, dass man Gewohnheiten vielleicht ändert. Dann lebst du vielleicht als Junggeselle und schaust dir jeden Abend irgendwas noch an. Im Bett, wo du alleine bist, dann musst du das ausmachen und nicht mehr abends dann dir irgendwas reinziehen. Also das sind Dinge, die wir machen müssen. Ich muss es tun.
Da kann ich nicht sagen, ja, das muss aber Gott in mir bewirken. Natürlich möchte ich das im Gebet ihm sagen und er gibt die Kraft dazu auch. Wir haben den Heiligen Geist, der uns die Kraft gibt. Aber ich muss wollen, das können wir nicht auf Gott abschieben. Wo er uns auffordert, etwas zu tun, da kann ich nicht sagen, Gott, das musst du tun. Nein, da sind wir aufgefordert, du und ich, diese Dinge zu töten. Und es geht hier um sexuelle Unreinheit. Das Erste, was hier kommt, ist Hurerei. Hurerei, möchte ich sagen, ist jeder außereheliche Geschlechtsverkehr. Jeder, außerehelich, das bedeutet also auch vorehelicher Geschlechtsverkehr. Das betrifft also auch Verlobte. Ich weiß, dass das in unserer Zeit heute auch in viele christliche Kreise Eingang gefunden hat, dass da ein junges Mädel und ein junger Bruder zusammenleben und man denkt sich nichts dabei. Ihr Lieben, das ist in den Augen der Bibel ganz einfach gesagt Hurerei, wenn man so zusammenlebt und zusammenschläft, bevor man verheiratet ist. Und in Deutschland ist man erst verheiratet, wenn man auf dem Standesamt die Unterschrift geleistet hat. Und ich möchte gerne aus der Bibel zwei Personen vorstellen, die das deutlich machen, dass jeder außereheliche Geschlechtsverkehr damit gemeint ist. Und die erste Person ist Tamar. Tamar war die Schwiegertochter Judas in 1. Mose 38. Hatte also einen Sohn Judas geheiratet, der starb und dann gab es einen anderen Sohn. Und dann hat Judah aber den jüngsten Sohn der Tamar nicht zur Frau gegeben. Die Tamar lebte also als Witwe. Und jetzt verstellt sie sich, um ihrem Schwiegervater Judah deutlich zu machen, dass der jüngste Sohn eigentlich an der Reihe wäre, der sie heiraten sollte, um ihr Samen am Leben zu erhalten, um Nachkommen zu zeugen. Judah macht das eben nicht und dann stellt sie sich hier als Prostituierte und Judah geht an diesem Weg vorbei, an dem die Tamar sitzt. Er erkennt sie nicht und er geht zu ihr ein, so sagt es die Bibel, also er schläft mit ihr. Und dann sagt uns 1. Mose 38, Vers 24, da wurde Juda berichtet und gesagt, Tamar, deine Schwiegertochter, hat gehurt. Sie war doch Witwe. Sie lebte also nicht in einem Eheverhältnis. Und trotzdem sagt die Bibel hier, weil sie mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet war, geschlafen hat, sie hat gehurt. Ein zweites Beispiel möchte ich geben aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 22. In 5. Mose 22, da geht es um eine Jungfrau, die wird dann verheiratet oder heiratet einen Mann und der Mann, der sagt dann, ja, ich habe aber die Zeichen der Jungfrauenschaft nicht bei ihr gefunden. Und dann sagt uns 5. Mose 22, Vers 20 und 21, wenn aber jene Sache Wahrheit gewesen ist, die Zeichen der Jungfrauenschaft sind an der jungen Frau nicht gefunden worden, so sollen sie die junge Frau hinausführen in den Eingang des Hauses ihres Vaters und so weiter, sollen sie steinigen, weil sie eine Schandtat in Israel verübt hat, zu huren im Haus ihres Vaters. Sie war doch noch gar nicht verheiratet, war doch noch eine ledige Person. Dann hat sie mit einem Mann geschlafen. Und die Bibel sagt, das ist Hurerei. Ihr merkt also, noch einmal, jeder außereheliche Geschlechtsverkehr ist in den Augen Gottes Hurerei. Es geht dann auch um Unreinheit, das kann man auch beziehen auf unreine Gedanken und unreine Taten, vielleicht sogar auch Selbstbefriedigung. Ihr Lieben, wir wollen ja nicht da einfach um den Brei herumreden. Das ist ein Thema heute. Und ausschlaggebend ist vielleicht auch dann das Internet. Unreinheit im Internet sich anzuschauen. Das ist übrigens nicht nur ein Thema für junge Leute, das ist auch ein Thema für alte Männer und für alte Frauen.
Das ist für alle ein Thema. Unreinheit, Leidenschaft, das ist ungezügeltes sexuelles Verlangen. Böse Lust, man könnte sagen, nicht gestattete sexuelle Begierden. Dazu gehört auch praktizierte Homosexualität, die die Bibel eben Sünde nennt. Und sie kommt dann zum Thema Habsucht, vielleicht hier im Textzusammenhang eben mit dieser sexuellen Begierde. Aber das geht nicht eindeutig aus dem Text hervor, deswegen möchte ich das Thema Habsucht gerne ein bisschen weiterfassen. Und von dieser Sünde sagt die Bibel, sie ist Götzendienst, weil sie etwas anderes an die Stelle von Gott setzt. Das ist eben Götzendienst. Habsucht, die Götzendienst ist. Also jetzt mehr nicht nur bezogen auf sexuelle Begierden, sondern allgemein Habsucht. Und dann denkt man natürlich auch an Geldliebe. Ich möchte das Thema jetzt nicht ausdehnen, über Geldliebe zu sprechen, aber uns doch gerne zwei Bibelstellen lesen. Und die erste Bibelstelle findet sich in 1. Timotheus 6, Vers 9 und Vers 10. Die aber, die reich werden wollen, und dann heißt es, fallen in mancherlei Versuchungen, denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Ihr Lieben, Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Habsucht ist Götzendienst. Und eine zweite Bibelstelle aus der Sprüchen 15, Vers 27. Wer der Habsucht frönt, zerrüttet sein Haus. Wir merken, wie schrecklich Habsucht ist, und vielleicht haben wir mit diesen anderen eben genannten Dingen keine Probleme, aber vielleicht mit Habsucht. Und dann sagt die Bibel auch, töten geht es nur darum, ausmerzen aus dem Leben. Und da, wie kann man am besten damit umgehen? Indem man freigebig ist. Indem man gerne und freiwillig gibt und viel gibt, dann merkt man auf einmal, dass man nicht mehr habsüchtig wird. Wir wollen das ganz ernst nehmen als Christen. Und die Bibel sagt, um deren Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Noch einmal, dieser Bibelvers zeigt, wie schwerwiegend diese Sünden sind, über die wir ganz kurz eben nachgedacht haben. Gott schweigt bei den Menschen heute noch. Er ist eben langmütig, sagt die Bibel, im Petrusbrief gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Aber der Zorn Gottes kommt. Sie werden hier als Söhne des Ungehorsams bezeichnet. Vielleicht ist das ein Hinweis auf Menschen, die Vorbilder in dieser bösen Sache sind, die andere verleiten, so etwas zu tun, die vielleicht sagen, da ist doch nicht schlimm, wird verharmlost, und dann gleitet man in diese Sünden hinein. Und ich sagte eben schon, böse Lust kann auch praktizierte Homosexualität sein. Ihr Lieben, da wollen wir auch deutlich sein und niemanden bestärken auf so einem sündigen Weg, auch nicht durch schlechte Bücher. Paulus sagt den Geschwistern in Kolossä, eins habt ihr doch darin gewandelt, aber doch jetzt nicht mehr. Diese Geschwister lebten in diesen Dingen, unter denen auch ihr einst gewandelt seid. Aber jetzt doch bitte nicht mehr. Ihr Lieben, wir kennen doch auch alle ein Einst und ein Jetzt. Im Titusbrief, da wird auch das deutlich, dass von Einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, und dann geht es weiter. Einst und Jetzt. Ihr Lieben, jetzt sagt uns Galater 5, Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Jetzt wird unser Leben geprägt durch eine Lebensführung in der Kraft des Heiligen Geistes. Das soll uns jetzt prägen. Nicht mehr das Alte.
Eins habt ihr das doch gemacht, jetzt doch bitte nicht mehr. Tötet alles, was jetzt da vor uns war. Aber es geht noch weiter. In Vers 8 sagt Paulus jetzt aber legt auch noch anderes ab. So wie man ein altes Kleid auszieht, das schmutzig ist und wegwirft. Man bringt es nicht in die Waschmaschine, sondern legt es ganz ab und lässt es dann da liegen. Das ist hier so die Bedeutung. Und da werden auch manche Punkte jetzt vor uns kommen, die vielleicht mehr mit unserem Reden und mit dem, was auch aus dem Herzen kommt und das sich dann äußert, durch unseren Mund deutlich werden. Das erste ist Zorn. Zorn, man könnte das auch vielleicht sagen, ist eine starke Feindseligkeit. Hass, der wirklich tief im Herzen sitzt. Kann man das mit einem christlichen Leben in Verbindung bringen? Zorn? Ihr Lieben, das schreibt Paulus gläubigen Leuten. Also wir merken, das ist in unserer alten Natur noch da. Und vielleicht kommt das doch hin und wieder zum Vorschein. Zorn. Wut. Wut meint vielleicht mehr das plötzliche Auftreten von Feindseligkeit, wo man ganz wütend reagiert. Ablegen. Bosheit. Bosheit, vielleicht böses Verhalten, durch das wir andere schädigen, wo man einander Unrecht zufügt. Lästerung. Über andere böse reden. Ist das kein Thema für uns? Über andere böse reden? Schändliches Reden aus eurem Mund, unanständige, verdorbene Sprache. Vielleicht auch mal einen schändlichen Witz zu reißen. Legt das alles ab. Und diese Liste ist bei einem Punkt hier, wird dann ergänzt, belügt einander nicht. Es geht also um Dinge, die aus dem Herzen und dann irgendwie sich äußern durch unseren Mund. Belügt einander nicht. In Johannes 8 wird gesagt, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Lügen ist also bewusst die Unwahrheit sagen. Vielleicht kann man das aber noch weiter fassen, wenn ich übertreibe in meinen Reden. Da wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht, so sagen wir. Übertreibungen, wo etwas ganz schlimm dargestellt wird, obwohl es relativ harmlos war. Belügt einander nicht. Wo man versucht, sich aus irgendwelchen Sachen herauszureden, man spricht von Notlügen. Die gibt es gar nicht. Wir merken, wir haben die Aufforderung tatsächlich nötig für unser geistliches Leben. Legt das ab und belügt einander nicht, dass man einander auf das Wort vertrauen kann, dass der Herr auch zuhört. Er bekommt das doch alles mit. Er steht quasi neben mir und hört, was ich aus meinem Munde jetzt sage. Ob ich die Wahrheit sage oder nicht, ihr Lieben, das ist sogar den Ephesern gesagt worden. Da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Wir haben das nötig. Wir als Christen auch. Aber auch wenn wir mit den Menschen dieser Welt reden, dass wir nicht lügen. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt, das ist der Mensch, der alte Mensch, möchte ich einfach definieren, ist der Mensch vor unserer Bekehrung. Durch den Sündenfall wurde der erste Mensch zum alten Mensch. Und den alten Mensch haben wir jetzt ausgezogen. Da haben wir auch
daran gedacht, schon in einem Vers, Römer 6, Vers 6, ich hoffe, ich habe den auch hier, ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Wir haben den alten Menschen also ausgezogen. Und jetzt steht hier, mit seinen Handlungen ausgezogen. Das meint also sicherlich Sünden, in denen wir vor unserer Bekehrung lebten. Also das, was uns kennzeichnete vor unserer Bekehrung, das darf jetzt nicht mehr Kennzeichen sein in unserem neuen Leben. Wir haben den doch ausgezogen mit seinen Handlungen, als wir uns bekehrten. Da haben wir doch die Schuld dem Herrn Jesus Christus gebracht und gerade auch das alte Leben mit seinen Verfehlungen, mit seinen schlechten Taten. Wir haben das ausgezogen. Und haben bei unserer Bekehrung den neuen Menschen angezogen. Und jetzt sagt die Bibel, das ist unsere jetzige Stellung vor Gott, dann lebe auch so. Den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Christus ist das vollkommene Vorbild des neuen Menschen. Er hat uns vorgelebt, wie wir heute als neue Menschen leben sollen. Erneuert wird, ist ja so ein Prozess. Ihr Lieben, keiner ist, nachdem er sich bekehrt hat, sofort sündlos geworden. Wir sündigen noch. Und wir wollen immer mehr zu dem Herrn Jesus hinwachsen, ihm immer ähnlicher werden. Das darf doch dein und mein Wunsch sein. Und der Heilige Geist möchte das in deinem und meinem Leben bewirken. Dass Christus groß wird in unserem Leben, dass man ihn tatsächlich sieht. Er wird immer ihm ähnlicher. Unser Leben bringt immer wieder jetzt etwas hervor, was zur Ehre des Herrn Jesus ist. Dieser neue Mensch, der hat Fähigkeiten, neue Dinge hervorzubringen, also nicht mehr das Alte, sondern Neues, über das wir gleich oder beim nächsten Mal, wenn der Herr es uns schenkt, ab Vers 12 nachdenken wollen. Und dann sagt die Bibel noch, dass in diesem neuen Menschen keine Unterscheidung mehr national ist, Grieche, Jude, keine religiöse mehr Beschneidung vorhaut. Die ethnischen Unterscheidungen gibt es dort nicht mehr. Barbar oder Sküte. Auch nicht soziale Sklave oder Freier. Sondern Christus ist alles und in allen. Christus ist das Zentrum. In dieser Welt gibt es natürlich diese Unterschiede noch. Gott hat auch unterschiedliche Gaben gegeben der Gemeinde. Aber hier in diesem neuen Menschen ist alles verschwunden. Weil Christus nur noch da ist. Er ist das Ziel und er ist der Inhalt dieses neuen Lebens. Paulus möchte wieder die Herzen der Kolosser für Christus gewinnen. Dass er Christus Gestalt in ihnen gewinnt. Ihr Lieben, das darf auch der Wunsch von deinem Leben und meinem Leben sein. Christus allein. Alles andere spielt keine Rolle mehr. Christus ausschließlich.
Und er ist dann auch dieses Vorbild, dem wir nacheifern dürfen. Wenn wir jetzt heute darüber nachgedacht haben, dass wir manches töten müssen, radikal vorgehen müssen und dass wir anderes ablegen wollen, dann alles wegen Christus. Paulus sagt einmal im Philipperbrief, dass er Christus gewinnen wollte. Und der neue Mensch, der möchte Christus ausleben. Noch einmal, das darf unser Wunsch jetzt sein. Und so wollen wir auch unseren Herrn bitten, dass er uns die Kraft immer mehr gibt, dass wir ein solches Leben führen können. Ein glückliches Leben, ein Leben, das ihn ehrt und ein Leben, das zu seiner Freude ist. Das ist unser Wunsch sicherlich, wenn wir so ein bisschen darüber nachgedacht haben. Und am nächsten Sonntag oder in der nächsten Predigt wollen wir dann auch darüber nachdenken, was wir jetzt anziehen sollen. Bisher sind wir ja wie nackt, noch haben getötet, ausgezogen und dann wollen wir etwas anziehen. Und wieder brauchen wir dazu Christus und seine Kraft. Gott segne uns bis dahin. Amen.